alles ein bisschen stressig gerade? Dann wird es natürlich Zeit für drei ungewöhnliche Tipps gegen Stress und die erfährst du in diesem Video jetzt gleich. Also bleib dran, mein Name ist Corno, ich bin Qigong-Lehrer hier auf YouTube im Qigong-Club. Freue mich riesig, dass du mit dabei bist, den Kanal abonnierst und die Abo-Glocke drückst. Wie geil ist das denn? Und los geht's mit den drei kurzen und knackigen Tipps gegen Stress. Legen wir los. Tipp Nummer 1. Toilettenpausen nutzen. Jeder muss ein paar Mal am Tag aufs Klo. Auch du, denke ich mal. Und die erweiterte Regel von trink viel, nicht Alkohol natürlich, sondern dass man 1, 2, 3 Liter am Tag trinkt, Wasser am besten oder Tees, ist klar. Das sorgt ja auch dafür, dass man normalerweise ein bisschen mehr aufs Klo muss, wenn es gut läuft. Dann läuft's. Und in dem Sinne hilft sehr viel Trinken, weil du dann viel auf Toilette musst und dann hast du nämlich die Chance auf Toilettenpausen. Und die würde ich dir empfehlen. Und natürlich kann man da unglaubliche Übungen auf der Toilette oder in der Toilettenkabine vollführen. Aber ich empfehle dir ganz einfaches Augen schließen und dreimal tief durchatmen. Das heißt also, nicht unbedingt für uns Herren heißt das auf jeden Fall sitzen. Im Sitzen pinkeln bekommt eine ganz neue Bedeutung. Denn dann hast du die Chance, dass du einfach mal dich aufrecht hinsetzen kannst. Das dauert ja eh eine halbe Minute oder eine Minute. Und in der Zeit einfach drei Atemzüge ruhig und tief. Das verändert alles. Probier es einmal aus, du wirst begeistert sein. Das ist wirklich wie eine kleine Auszeit, die du dir mehrere Male am Tag gönnen kannst und was einfach auch das Denken mal ein bisschen runterholt und die Emotionen mal ein bisschen besänftigt. Das ist Tipp 1. Tipp Nummer 2 ist Listen. Ich habe schon mal ein Video gemacht über Listen, aber das ist jetzt ein ganz spezieller Tipp, deswegen außergewöhnlich. Jeder hat sich schon mal eine Einkaufsliste geschrieben oder sowas. Aber mir ist mal aufgefallen, gerade am Feierabend, ja, wenn man so jetzt sagt, jetzt ist aber auch Privatleben, Familie angesagt oder entspannen. Das heißt, die offizielle Zeit, die du hast, um zu entspannen, ist für viele nicht entspannt, weil sie nicht aus dem Kopf rauskommen und nicht aus den noch zu erledigenden Dingen oder die Dinge, die einem dann einfallen. Ja, gerade häufig fallen einem Dinge ein, wenn man Freizeit hat und nicht, wenn man unter Vollstress ist. Und das ist ein ganz eigener Stress, dass man in der Freizeit immer noch im Modus ist, ich muss an alles denken, alles machen. Daher mein Tipp, schaffe dir eine Freizeitliste an, entweder im Handy oder auf so kleinen Notizzetteln. Ich arbeite mit beidem, ich persönlich, aber das ist echt meine komplette Rettung. Wenn du wüsstest, an wie viele Dinge ich jetzt so als YouTuber immer denken muss, das hätte ich vorher auch nicht gedacht. Neben Haushalt, neben Seminaren, neben Energiemassagen, neben Privatleben, neben. Das wird so viel, wo ich auch echt denke, so, wie soll ich denn da als Qigong-Lehrer überhaupt noch als gutes Beispiel dienen können? Die Listen, das ist mein absoluter Geheimtipp, weil das bedeutet, dass wenn dir was einfällt in deiner Freizeit, schreibst du es einfach auf die Liste. Und wenn es ganz wichtig ist, schreibst du dazu zum Beispiel morgen Klopapier einkaufen, wird ja wieder wichtiger gerade. Morgen Klopapier einkaufen oder einfach Klopapier. Und wenn du sagst, ja, aber es ist so wichtig, wow, ich krieg's immer noch nicht aus dem Kopf, dann schreib dahinter genau Datum und Uhrzeit, wann du diese Tätigkeit erledigst. Zum Beispiel Klopapier morgen nach dem Mittagessen auf zu Edeka oder zu Aldi oder sonst irgendwas Klopapier kaufen. Oder auch die Uhrzeit 13.30 Uhr Klopapier kaufen. Und du wirst merken, wenn du diese Dinge, die du nicht aus dem Kopf kriegst, auf die Liste bringst, dann gehen die meistens auch aus dem Kopf raus. Und sie bleiben nur im Kopf, wenn sie sehr unspezifiziert sind. Das heißt, wenn du auf die Liste nur schreibst, Einkauf erledigen. Dann kann es sein, dass du im Kopf noch weiter denkst an die 10, 20 Dinge, die du auch noch einkaufen musst. Ich würde dir empfehlen, trage diese Liste bei dir, schreibe es alles auf. Jedes Ding, was du aufschreibst, hast du aus dem Kopf raus. Das ist so ein Top-Tipp von mir gegen Stressabbau. Und auch wenn du vielleicht an erster Stelle erstmal denkst, so, warum baut das meinen Stress ab? Weil du besonders gestresst bist, wenn du in deiner Freizeitphase, wo du Stress abbauen könntest, den Stress nicht abbauen kannst, weil du so viele Dinge im Kopf hast. Das heißt, Stress ist ja erstmal was Gutes, was Positives, aber in der Freizeit musst du dann auch wirklich
mal der Stress ein Ende haben, sodass du dann wieder für den neuen Stress gewappnet bist. Und das ist dieses Yin und Yang-Prinzip. Pause, Stress, Pause, Stress. Und der Stress wird meistens nur zum Stress, wenn du keine Pause hast. Wenn der Stress so ein Dauerstress wird. Und genau das ist so eigentlich schon so der Kerntipp von mir. Mit dem ist dein Leben schon Neues, neugeboren. Was haben wir denn noch als außergewöhnlichen Tipp? Als noch außergewöhnlichen Tipp, mach dir mal Gedanken darum, ich arbeite ja immer viel mit Umfeld, auch mit sozialem Umfeld, mit den Menschen um dich herum. Das heißt, du musst jetzt nicht eine besondere Entspannungstechnik machen. Wir alle wissen, dass Qigong natürlich die allerbeste Methode ist für Stressabbau. Täglich am besten Qigong üben. Aber heute geht es ja um außergewöhnliche Tipps. Und da sind beruhigende Menschen oder Menschen, wo du das Gefühl hast, wenn du mal so all deinen Kontaktkalender durchgehst mit Leuten, mit denen du dich triffst, mit denen du sprichst, kontaktest, dass du mal guckst, so, ich will jetzt nicht sagen, kategorisierst, welche sind die stressigsten, welche sind die entspanntesten, vielleicht einfach nur positiv gedacht. Hast du Menschen in deinem persönlichen Umfeld, die du als sehr entspannend empfindest, mit denen Zeit zu verbringen, mit denen dich ein paar Minuten zu unterhalten? Und das kann auch ein super Stressabbau sein, dass du dich einfach mit Menschen triffst, die entspannt sind. Und wenn du niemanden kennst, der entspannt ist, dann gibt es noch einen Spezialtipp von mir obendrauf. Geh in die Sauna. Da sind die meisten Menschen richtig entspannt. Und Sauna heißt nicht nur 100 Grad und viel zu heiß. Sauna kann vieles bedeuten. Diese Sauna-Atmosphäre, das ist so für Leute, die niemanden kennen, der irgendwie entspannt ist oder so. Da kommt man ganz schnell in eine Atmosphäre, wo die Leute so ein bisschen rumsitzen, gucken, Pause machen, entspannt sind, die Füße in der Luft strecken und so. Und wenn dir das schwerfällt, das kann dann manchmal ein bisschen ansteckend sein, wenn du dann da einfach hingehst und dich von der Entspannung überwältigen lässt. Das waren meine drei außergewöhnlichen Tipps zum Thema Stressabbau und Entspannung. Wenn du auch außergewöhnliche Tipps kennst zum Entspannen oder wo du merkst, da baut sich dein Stress am besten ab, hilf uns allen. Schreib es in die Kommentare rein. Wäre mega geil. Und wenn du magst, kannst du das Video auch liken und teilen an Leute, die besonders gestresst sind, wenn du magst. Also ich freue mich, wenn du morgen wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Qigong Club mit Corno. Bis dann. Ciao.